Ich habe immer gerne Menschen um mich versammelt im Rahmen von Partys oder Essen. Und da ich so tolle Künstlerfreunde in meinem Freundeskreis habe, habe ich gesagt, jetzt fangen wir einfach einen Salon an. Die Geowissenschaftlerin Sandra Melzner ist in ihrer Freizeit eine Salondame. Seit 4 Jahren hält sie in ihrer Wiener Privatwohnung den Salon Salonette ab. Ganz in Anlehnung an die Zeit des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, als die Damen der Wiener Oberschicht regelmäßig zu Salonabenden in ihre Palais luden. Eigentlich stand im Zentrum immer eine starke Frau, die Künstler oder wichtige Personen um sich geschart haben und in ihren Privaträumen zu unterschiedlichen Themen Diskussionen geführt haben. Und der wesentliche Unterschied, glaube ich, zu heute ist einfach, dass damals die Frauen ja vorwiegend in den Wohnungen, das Hausfrauen, gelebt und gearbeitet haben und der Salon somit das einzige Sprachrohr nach außen war. Künstler und Wissenschaftler unterschiedlichster Sparten präsentieren in Sandra Melzners Salon einmal im Monat ihre Arbeit vor einem kleinen, aber streitlustigen Publikum. Etwa 35 Personen finden im liebevoll dekorierten Wohnzimmersalon Platz. Der Raum strahlt mit Vintage-Möbeln und allerlei dekorativen Details die Atmosphäre vergangener Zeiten aus. Ich sehe gerade, weil es so eine schöne Wohnung ist und das auch, glaube ich, den Flair dieses Salons ausmacht, dass ich diesen Raum einfach gerne teilen möchte. Und ich habe eben auch einfach in Kulturen gelebt, wo das völlig normal ist, so seinen Privatraum zu teilen. Also ich habe länger auf den Fidschi-Inseln gelebt und da habe ich eine Gastfreundschaft kennengelernt, wo ich mir einfach, glaube ich, eine ganz große Scheibe von abgeschnitten habe. Zu Gast im Salon Salonette waren bereits Geologen, Designerinnen oder Künstler, wie etwa Barbara Hollup oder der Autor Franz Blaha, die auch immer wieder gern als Zuschauer in den Salon kommen. Das, was ich eben am Salon oder an der Salonette ganz besonders spannend finde, ist, dass es so ein Zwischenformat zwischen privat und halböffentlich ist. Und das Schöne ist natürlich, dass das Publikum sich aus ganz verschiedenen Kreisen zusammensetzt. Ich glaube, es ist diese Mischung aus einerseits das Ambiente einer Wohnung, die nach Wohnung aussieht, die aber auch einen Touch hat von ein bisschen Biedermeier, gespickt mit Kuriositäten der Neuzeit. Und auch deiner kleinen Küche natürlich mit dem Buffet, wo man natürlich auch schon einmal wieder ins Gespräch kommt, weil Essen für einen Wiener immer eine Basis fürs Gespräch ist. Was für mich so der Motor ist, warum ich das überhaupt mache, ist so, dass ich nach dem Salonabend eigentlich bislang immer erlebt habe, dieses Glitzern in den Augen bei den Künstlern und Künstlerinnen, die aufgetreten sind, aber auch beim Publikum. Und solange das da ist, werde ich es auch weiterführen. Leporello. Von Hanna Ronzheimer, Christa Eder und Markus Moser.